Butter. Leckere Butter. Oh, jetzt esse ich die ganze Butter alleine. So. Gretel, iss mal eins von den Früchten hier. Von diesen gelben hier. Iss mal so ein. Ich weiß nicht so recht, was das sein soll. Das ist lecker. Ich weiß nicht, was das sein soll. Eine Aprikose, aber da macht man keine Butter drauf. Macht man nicht. Die macht man aufs Brot hier. Ach so, die macht man gar nicht. Aber gut, dann war Mai später zurück. Hast du gut geschlafen? Ja. Der Malte hat angerufen. Der ist gut angekommen in der Schweiz. Wie heißt der? Malte. Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja, mein Vater. Wie heißt er? Malte. Malte, ja und? Warum denn nicht? Ja, was? Du fandest es auch. Mhm. Aber du bist meine Mutter und er ist mein Vater. Und ihr wohnt hier, weiß nicht, seit... War ich denn das schon mal? In dem Haus hier habt ihr fast 30 Jahre zusammen gewohnt jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, über 20 Jahre. Oh, das habe ich nie gehört. Und mit ihm verheiratet bist du auch schon seit über 40 Jahre. Was? Ja. Dein Mann? Dein Mann. Malte. Mein Vater. Oh. Du bist meine Mutter. Ich dachte, du wärst der Vater. Nee. Nee? Ich bin David. Du bist die Mutter. Nee, ich bin der Sohn. Wie? Ich bin der Sohn. Aber jetzt komme ich überhaupt nicht mehr hin. Gretel wurde Ende der 60er durch den Vietnamkrieg politisiert. Sie engagierte sich mit meinem Vater im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Und Malte setzte seine Assistentenstelle aufs Spiel, als er sich mit den Studenten solidarisierte. Er musste seine akademische Karriere deswegen in der Schweiz fortsetzen. Gretel fühlte sich dort erst recht angestachelt. Hier war noch nicht mal das Frauenwahlrecht eingeführt. Sie wurde damals die Mutter der Revolution genannt, weil sie bei den Demonstrationen immer Kinder dabei hatte. Gretel war auch Mitbegründerin eines anti-autoritären Kindergartens. Während mein Vater sich in Zürich auf seine Arbeit an der Uni konzentrierte, schloss sich Gretel einer radikal-kommunistischen Gruppierung an. Seit meinem letzten Besuch in Bad Homburg ist meine Mutter sehr verändert. Hallo Gretel. Ja. Erkennst du mich denn? Ja, ich erkenne dich. Ja. Was ist denn das? Das bin ich. Das ja, bist das, du? Das bin ich als kleiner Junge. Du warst die schönste Frau der Welt. Das habe ich noch nie gehört. Du hast das noch nie gehört? Der Malte hat angerufen. Wie heißt der? Malte. Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja. Mein Vater. Während meine Mutter ihr Gedächtnis verliert, wird mir klar, wie wenig ich über sie weiß. Das war die revolutionäre Aufbauorganisation. Sie wurde damals die Mutter der Revolution genannt. Sie war ein Gesprächspartner, in den ich sonst wenig fand in der Organisation. Das war Gretels Freund? Ja, da war ich furchtbar eifersüchtig. Da warst du eifersüchtig auf den Mann? Ja. Ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass man durchaus Seitensprünge machen kann. Wobei das Verständnis war, wir gehen aber nicht auseinander, gell? Das eben, was wir gesehen haben, war die Jungfrau. Oh, und wer war das zum Beispiel? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich sehe jetzt, dass ich Gretel Unrecht getan habe. Sie hat nicht die Liebe gekriegt, die sie verdient hat. Die Mutter, die ich von früher kannte, gibt es nicht mehr. Gretel, wo gehst du denn hin? Keine Ahnung. Gestern hat Gretel zu mir gesagt, ich liebe dich. Ich bin dein Mann. Nee, ich hab mir eher so... Du hast einen neuen gesucht.